Hallo Kids, herzlich willkommen im Kinder- und Jugendzentrum Treffen-Bebelhof. Heute mit Peters Fahrradwerkstatt. Wir wollen euch heute zeigen, was ihr täglich am Fahrrad schauen müsst, ob auch alles in Ordnung ist. Und dafür habe ich mir eine kleine Liste gemacht, die ich euch jetzt mal vorstelle. Wir schauen heute nach den Bremsen, nach dem Licht, nach Reifen und Luftdruck, nach der Kette, nach den Reflektoren, ob die alle fest und da sind, und nach der Klingel. Sicherheitshinweis: Mit kaputten Bremsen dürft ihr nicht fahren. Schiebt ins Jutze, wir schauen dann. Ja, hallo, da bin ich wieder. Wir schauen jetzt nach den Bremsen. Das Wichtigste ist bei den Bremsen, dass die schön leichtgängig sind. Wir fassen den einen Hebel an, ziehen ihn nach hinten und lassen ihn los. Und er muss ganz leicht wieder zurückschnappen. Jetzt auf der anderen Seite auch. Wir ziehen den Hebel an und lassen ihn los und er muss ganz leicht zurückschnappen. Das Zweite ist, wir schauen unten auf die Bremsbeläge. Da könnt ihr sehen, wie die rangehen. Und genauso leicht wie der Hebel zurückschnappt, müssen die Bremsbeläge auch leicht wieder von der Felge weggehen. Und als letztes kontrolliert ihr noch, ob das Rad sich frei dreht oder ein Bremsbeleg schleift. Wie ihr seht, hier schleift nichts, es bremst. Das ist die Kontrolle der Bremsen. Genauso könnt ihr es auch am Hinterrad machen. Da habt ihr auch die Bremse und wenn die Bremse sich sauber löst, das Rad sich frei dreht, ist alles in Ordnung. Gut, das war's mit den Bremsen.